Da wären, glaube ich, noch Bestiariumsviecher. Ja. Die erledige ich aber vorher nochmal. Ganz gepflegt. Bestiarium will ich diesmal nämlich auch fertig kriegen. Und nicht wieder die Hälfte liegen lassen. Dort gibt er nämlich auch wieder. Ich glaube, ich habe noch nie. Doch, Bade hatte ich einmal fertig. Dem anderen Schar. Der Bade war fertig. Ein Wasserhexagon brauche ich noch. Ah, und einen schwarzen Molch brauche ich noch. Und sind noch gute XP-Boost. Eben, eben. Sieht man ja. Ich bin einfach schon Stufe 10. Ach, lange so sehr. Der Mori stumm. Lang, lang. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sie vermehren sich. Oh mein Gott. Es sind alles die gleichen. Ich habe alle Klassen so weit fertig, wie ihr Level ist. Also den Baden. Ja, nee, den Baden. Oh, Alter, sie vermehren sich einfach, das ist unheimlich. Nee, das sind alles Bots. Ja, aber Alter, wie viele halt einfach. Wie viele halt einfach. Das ist halt überhaupt nicht merkwürdig. Ach ja, nun beginnt der Instanzkampf. Ja, komm. Botangriff. Wie kann Zuret essen? Ach ja, jetzt kommt Szene. Hey, da ist uns jemand zuvorgekommen. Ach du meine Güte, da steckt ein Schwert drin? Das ist aber gar nicht gut. Sowas bringt schnell Ärger. Als wir mal mit einem Luftschiff abgestürzt sind, wurden wir von einem riesigen Baumschrei. Ist das vielleicht unsere verdächtige Gestalt? Das war natürlich mal wieder Papa Limos Schuld. Aber nein, nein, das glaube ich nicht. Würde lieber seinen Stab verschlucken als Kuplokop. Kennst du sie etwa? Wir sind in derselben Kutsche gefahren, Kupo. Erinnerst du dich? Und? Wie sind die Werte? Genau wie vorhin. Auch hier wurde der Äther empfindlich gestört. Ganz vor kurzem. Wenn Kuplo recht hat und du unschuldig bist, wer könnte dann der Übeltäter sein?
Seit der Katastrophe vor 5 Jahren ist der Wald äußerst empfindlich. Der kleinste Wirbel im Ätherfluss und... Schon passiert sowas. Kämpfen. So, aber erstmal noch was zu trinken eingießen. Das hat erstmal Priorität. Ich mag keine Bots. Aber das wisst ihr ja. Nee, kein sonderlicher Fan von. Mal her, da kommen jetzt diese kleinen Zittchen an. Die kleinen Knospen. Da kommen die nächsten. Jo, jetzt aber. Jetzt zu spät. Servus. Hör hin, fühl es, denk nach.
Höre Heidelins Ruf. Die Welt ist davor, ins Chaos zu sinken. Finsternis breitet sich aus. Sie droht zu ersticken, was hell ist und gut. Sie löscht aus, was lebt. Doch dein Licht strahlt hell. Du kannst die Vernichtung verhindern. Die Lichtkristalle bergen die Kraft, das Dunkel zu bannen. Du musst sie finden. Durch deine Taten offenbaren sie sich schon bald. Glaub daran, denn das Licht ruht in dir. Da fliegen sie. Ich habe mal Spaß auf meiner Einsamkeit. Das glaube ich jetzt, Suret. Da setze ich mich nachher auch drauf. Die einsame Insel. Geh nun, mein Kind, und lasse die Welt in Glanz erstrahlen. Na, der Äther ist dir wohl zu Kopf gestiegen. Nein. Du bist einfach umgekippt. Und wen haben wir hier? Den Übeltäter. Das war kein gewöhnlicher Ixal. Sie gerade einmal ganz kurz nachgucken muss. Er hat sich ganz schön weit vorgewagt. Vielleicht wurde er dazu gezwungen. Hier ist Papa Limo. Wir haben Wie fühlst du dich? Gefunden. Besser? Ein Ixal-Häuptling. Ja. Wir werden Esumian um Rat fragen. Ein großer Kristall? Frech wie Siehst immer. Du vielleicht Keine auch Sterne? Sorge. Verstanden. Ich melde mich wieder. Kuplokop, bitte berichte Esumian, was hier vorgefallen ist. Klaro, Kupo! Wir müssen weiter. Pass auf dich auf und bis bald. Ach ja, das Schwert könnte wichtige Hinweise liefern. Bring es zum Klageregiment am Stubben. Halt mal. Glaubst du, die Abenteurerin konnte Kuplokop sehen? Na, das fällt dir ja früh auf. Ich hatte zumindest den Eindruck, auch wenn ich es nicht beweisen kann. Du hattest den Eindruck? Na, darauf ist ja bekanntlich Verlass. Was, Papa Limo? Wie du meinst, Ida. Ja, da mag jeder auch noch.
Da mag ich sie auch noch. Die gute Ida, ja. Pirate! Party hard. Party hard. Aida Rainbow, sind das wirklich schon wieder 15 Monate? Die Zeit vergeht echt wie im Flug. Wäre schön, wenn es auf Arbeit auch mal so wäre. Harald, wechsel den Job! Vielleicht ist es dann ja auch so. Dankeschön für dein Resub. Ja. Aber das, die Vorlesen, das ist echt furchtbar. Das ist ganz, ganz furchtbar. Das Schlimmste ist, ich kann diese Stimme schon einfach nicht mehr anders einstellen. Es ist einfach nur, ich weiß nicht. Es ist furchtbar. Es ist einfach nur furchtbar. Aber hi, Richie, wie geht's dir? Wie war's auf der Arbeit? Alles gut bei dir? Da ist wieder der Bot-Alarm! Ist er auch halt überhaupt nicht creepy. Ist halt überhaupt nicht creepy. Ich weiß, okay. Muss mich nachher auch unbedingt um die Insel weiter kümmern. Unbedingt. Unbedingt. Streng mir tut der Rücken weh und von den Kisten umschütten. Also sonst ist alles wird für die euch so. Muss. Ich warte jetzt gerade extra. So. Galfried. Hey, du bist ja zurück. Ja. Alles sehr schön. Einer unserer Leute hat Kampfgeräusche gehört, war aber zu weit weg, um einzugreifen. Ist alles in Ordnung? Scheint so. Hoffentlich konntest du am Mogelstuppen etwas herausfinden. Ja, so mehr oder weniger. Müde bin ich auch noch, das glaube ich. Oh. Also dieses Schwert steckte im Stummen oder was auch immer da stand. Nun, das ist auf jeden Fall ein Xer-Schwert und zwar ein Zeremonialschwert. Es wird nur bei bestimmten Stammesritualen eingesetzt. Die Xer setzen sonst kaum einen Fuß in dieses Gebiet des Waldes. Der Mogelsturm ist ja genau vor unserer Nase. Was haben sie nun vor? Was meinst du? Zwei Personen mit seltsamen Messgeräten? Ha, dann hast du wohl Bekanntschaft mit Ida und Papalimo gemacht. Sei beruhigt, die beiden sind auf unserer Seite. Zwei Weise von weit her, die das Klageregiment und Nofika Schar schon lange vor der Katastrophe unterstützt haben.
Ihre Gewänder und Gespräche sind vielleicht etwas eigentümlich, aber sonst ist nichts von ihnen zu befürchten. Über die verdächtigen Personen haben wir zwar nichts erfahren, aber dafür umso mehr über die Ixal. Wie dem auch sei, vielen Dank, Aldaria. Wir können uns glücklich schätzen, eine so fähige Mitstreiterin wie dich an unserer Seite zu haben. Und nochmal. Ach, eine Bitte habe ich noch an dich. Wir brauchen dringend Stechmücken-Eierbeutel und für die Erforschung einer Krankheit. Bei deinem Versuch, sie zu besorgen, wurden leider einige Rekruten schwer verletzt. Hier in der Nähe schwirren genügend Stechmücken umher. Kannst du 3 erlegen und ihnen ihre Eierbeutel entnehmen? Das ist doch sicher ein Kinderspiel für dich. Bring die Eierbeutel dann zu Gilberts Wachturm und liefere sie dort beim Mundranguin, wie auch immer, ab. Er kümmert sich um die Beschaffung der Forschungsobjekte. Nett. Wirklich nett. Wenn du wirklich erst vorliest, solltest du dir vielleicht oder so sowas holen. Sonst bist du ziemlich schnell heiser. Ach, alles gut. Alles gut. Bei Endwalker habe ich es doch auch geschafft. Bei Endwalker habe ich es auch hingekriegt. Noch geht das ja alles. Solange ich keinen 24-Stunden-Stream daraus mache, wo ich nur Final Fantasy vorlese, sollte das eigentlich klappen. Ja gut, das stimmt auch wieder. Aber komm, komm, Realm Reborn schaffen wir. Das kriegen wir hin. Ich mache ja immer mal wieder Pausen. Außerdem trinke ich tatsächlich viel, während ich vorlese. Wo wir übrigens gleich bei Pause sind. Gleich nochmal eine. Ich muss ja nicht reden, das stimmt. Ach Quatsch, ich kriege das alles hin. Außerdem spielen wir ja nicht jeden Tag so lange. Hoffe ich. Mal gucken. Ich habe eine traurige Nachricht. No. Hau raus. Hau raus. Du musst... nee, arbeit nicht. Aber du bist nicht da. Gehe ich mal von aus. Denke ich einfach mal. Also, dass du sowieso nicht komplett da bist, war ja klar. Du hast verlernt. Oh. Ja, Mann. Deine Pechzahl ist 13, also geht's dir mit 12? Hey, 12H wäre geil! 12H krieg ich hin! 24 krieg ich nicht hin! Zahlen machen die Angst. Oh. Tja, Mann. No. Einfach no. Hilfe. Beides. Ein Kumpel aus Dresden kommt am Wochenende zu mir ins Gebirge. Das Sachsen-Derby. Und er hat mir eine Karte dafür geschenkt. Da musst du am Arbeiten. Oh. Alles gut, Hybrid. Alles gut. Duft ist ja auch noch da. Und Kitty. Eventuell. Wenn Kitty es noch schafft. Ich mache aber trotzdem mal eine ganz kurze Pause. Aber alles gut. Mach dir da keinen Kopf. Da kommt ein Kitty auf mich zu. Hi. Du kommst irgendwie immer im richtigen Augenblick, kann das sein? Dankeschön. Ja. Ein kleines Lala Kitty. Erstmal über Kopf hinweg. Bin ich allein. Bin ich allein.
Hallo, du bist sicher die Abenteurerin, die uns bei der Jagd nach Stechmücken unterstützt. Ich hab dich schon erwartet. Nett. Danke, Jenny. Oh, und wie es aussieht, warst du auch schon richtig fleißig. Vielen Dank. Jetzt müssen die Stechmücken-Eierbeute nur noch zur Jägergilde gebracht werden. Einige Stechmücken übertragen die gefährlichen Kettenseuche, musst du wissen. Und die Bruderschaft der Morgenviper und das Klageregiment helfen uns dabei, die Überträger zu identifizieren. Früher starben Juran, die an der Kettenseuche erkrankten, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Einst tobten sie in Gridania so stark, dass die Juran hier beinahe ausgestorben wären. Doch mittlerweile gibt es... Das nervt auch nur dezent. Mittlerweile gibt es zum Glück ein wirkungsvolles Gegenmittel, das die Auswirkung abschwächt. Trotzdem müssen wir auf der Hut sein und neue Epidemien bereits im Keim ersticken. Also, vielen Dank für deine Hilfe. Alles Weitere erledigt die Jägergilde. Ich denke, dass ich auf den Namen gekommen bin. Klar, hau raus. Wegen deiner Augen. Und den Haaren. Wäre jetzt so meine Vermutung. Kitty, du bist das. Ja, das ist Kitty. Kitty ist überall. Überall und nirgends. Aber hey, ich bin nicht alleine hier. Ich bin nicht allein auf Chaos. Also ich werde denke nur bis Rankbread warten, bis ich mein WoW-Abo verlängere. Bis dann die extra verlängern, wenn du nicht willst. Wer halt jetzt dadurch ich nicht dabei sein kann, verschwindet das Geld. Ja, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Kitty hat bestimmt auch so viele Jinx. Ich glaube nicht so viele wie ich. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall einen Schaden. Ah ja, okay. Also ich habe ein bisschen mehr Twinks. Wobei das hier ist jetzt kein Twink mehr. Das ist ja mein neuer Main. Neu. Deswegen. Ne? Hab ja einen Serverwechsel. Welch eine peinliche Wende der Ereignisse. Ich habe einen Rekruten vom Sturm auf eine Messexkursion, oh Gott, geschickt. Aber der Feigling hat beim ersten Anblick von wilden Tieren den Schwanz eingezogen und Fersengeld gegeben. In ein zweiter Bild ist es dann Twinker. Möglich, Tavon, möglich. So gehen wir nicht mit Bitten der Druiden um. Und als wenn das nicht schon schlimm genug wäre, hat der Dummkopf auch noch die Messausrüstung zurückgelassen, die uns die Druidin Pauline höchstpersönlich zur Verfügung gestellt hat. So, eins muss ich nochmal kurz machen. Während ich versuche, diesen sogenannten Soldaten ein wenig Rückgrat einzubläuen, würde es dir etwas ausmachen, die Messausrüstung zurückzuholen und sie der Druidin Pauline in Garbinons Laube zu übergeben? Der traurigen Geschichte meines Rekruten zufolge solltest du in einer Flusshöhle südlich von hier eine Messtabelle, eine Messleine und zwei Messgerätekisten finden. Möge Nofika über dich wachen. Kannst du mal in die Kamera zwinkern? Weiß ich nicht, ob ich das kann. Wirklich. Autsch, tut das weh. Als ich die verdammten Baumhörnchen, die unsere Zäunanlagen vertreiben wollte, sind sie über mich hergefallen und haben mich überall gebissen. Überall, sag ich dir. Zu allem Übel sind uns auch noch die Medikamente ausgegangen. Kannst du vielleicht einen Supertrank für mich erübrigen? Oder falls du keinen dabei hast, einen Supertrank bei den Krämern, bei der Krämerin am Stumm kaufen? Dafür werde ich mich natürlich erkenntlich zeigen. Versprochen. Hm, hier. Ja, ich habe was für dich. Guck mal, da. Den Göttern sei Dank. Der Schmerz lässt nach. Hier hast du die versprochene Belohnung. Ich hätte nicht gedacht, dass Baumhörnchen so gefährlich sein können und ihre Bisse derart schmerzen. Das wird mir eine Lehre sein, keinen Gegner zu unterschätzen. Yay. Alas. Wunderbar.
Ich pack das mal so hin. Vielleicht ist das besser. Hey, 3 Stunden und 15 Minuten. Spielen wir den Schach. Sind ja gut vorangekommen. Achso. Hüste, Hüste. Dann halt nicht. Dann läuft da halt erstmal noch den ganzen Kilometer. Na, wie bist du das getan? Ja. Das stimmt. Das muss ja auch einen Vorteil haben. Irgendwas muss ja klappen. Da habe ich noch Bestiariumsviecher. Kommen mir gerade wie gerufen. Jetzt habe ich es. Wunderbar. Sind aber leider noch ein paar. Nö. Hey, wir sind im nächsten Gebiet angekommen. Schöner Wohn in Gridania. Oh, ne? Oh, du kommst ja wie bestellt. Ich hätte gerade nach einer Abenteurerin Ausschau, die mir einen Gefallen tun möchte. Südlich von hier befinden sich die Lavendelbeete. Ein kuscheliges Plätzchen ist das. Jedenfalls war es das bisher. Ich habe gehört, dass dort gebaut werden soll. Und weißt du was? Abenteurer aus allen Ländern Eoseas sollen sich dort niederlassen. Natürlich habe ich nichts gegen Fremde. Nein, nein. Und wie werden die Gebiete reagieren? Sind sie damit einverstanden? Wir Bewohner des Waldes sind schließlich von ihrem Wohlwollen abhängig. Bisher habe ich nur Gerüchte gehört, aber die Sache interessiert mich doch sehr. Denn ehrlich gesagt träume ich auch den Traum vom Eigenheim. Ein kleines Häuschen mit einem Stall für die Schokobo-Aufzucht. Das wäre doch etwas. Wärst du so gut und gehst der Sache für mich auf den Grund? Zu den Lavendelbeeten kommt man, wenn man die Fähre vom Spiegelseesteg ausnimmt. Am Steg schiebt Emblin, zweiter Noviz der Bruderschaft, ihren Dienst. Wunderbar.
Das Schlimmste ist eigentlich, dass es noch so lange dauert, bis man reiten kann.